Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Mystery Help. Heute mal wieder ein Photoshop Tutorial. Und zwar möchte ich euch heute zeigen, wie man so einen coolen Effekt erstellen kann. Den habe ich so in YouTube noch nicht gesehen, in dieser Art und Weise. Und deswegen stelle ich euch den jetzt mal vor. Habe ich selber rausgefunden, glaube ich. Vielleicht gibt es das schon in Google, habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Aber kommen wir direkt zum Tutorial. Wir erstellen eine neue Ebene. Am besten in Wallpaper-Größe, das ist jetzt bei mir in dem Fall 1440x900 und erstellen die einfach. Das schließen wir mal. Dann gucken wir darauf, dass hier unten diese Standardfarben ausgewählt sind. Wenn nicht, drücken wir einfach einmal auf D und dann sind sie ausgewählt. Schwarz und Weiß. Dann gehen wir auf Filter, Renderfilter und Wolken. Dann einmal auf Renderfilter und Differenzwolken. Und da gucken wir jetzt so lange, bis es uns gefällt. 3 bis 4 Mal sollte reichen. Als nächstes gehen wir auf Filter, auf Zeichenfilter und dann auf feuchtes Papier. Hier könnt ihr einfach die Standardeinstellung übernehmen und klickt einfach weiter auf OK. Als nächstes wieder ein Filter und zwar diesmal gehen wir auf Stilisierungsfilter und Konturen finden. Jetzt haben wir dieses Bild vor uns. Weiter geht's mit Anpassungen und dann Helligkeit und Kontrast. Hier stellen wir die Helligkeit etwas runter. Ich würde so schätzen auf minus 50 circa, ist ganz gut. Und klicken wieder auf OK. Dadurch haben wir jetzt die dunklen Stellen noch dunkler gemacht und die weißen Stellen sind einfach so geblieben. Soweit noch klar, denke ich. Als nächsten Schritt färben wir jetzt diese Ebene ein. Und zwar das Ganze mit Steuerung U. Da öffnet sich die Farbtonsättigung oder das Menü dazu. Dann klicken wir auf Färben und dann gucken wir einfach, welchen Ton wollen wir später im Wallpaper haben. Ich habe jetzt hier einfach blau genommen, weil es so ein bisschen nach Eis aussieht. Das könnt ihr auch machen. Ihr könnt aber auch jede andere Farbe nehmen, die ihr wollt. Dann wählen wir die aus, stellen die Sättigung ein bisschen hoch. Wählen ein bisschen einen schönen, kühlen Eiston aus, blau. Und weiter geht's damit, dass wir die Ebene kopieren, und zwar mit Steuerung J. Oder wir ziehen sie alternativ auf dieses Symbol hier unten, aber so geht's auch. Als nächstes kehren wir die obere Ebene, die jetzt auch markiert ist, um mit Steuerung I. Haben dann dieses Bild vor uns. Und was wir jetzt als letzten Schritt eigentlich noch machen, ist, wir nehmen diese Füllmethode, klicken auf den Pfeil und wählen Luminanz aus. Und schon haben wir dieses Bild vor uns. Irgendwie sieht das Ganze für mich so ein bisschen plastisch aus, ich weiß auch nicht warum, aber finde ich einen ganz schönen Effekt. Was wir jetzt noch machen können, ist ganz einfach, wir setzen einen Text dazu, eine Farbe die unserer Wahl, wir können auch wieder blau nehmen zum Beispiel, so ein helles, und setzen da jetzt unseren Standard-Text ein, in dem Fall Mr. YouHelp. Gehen dann mit Doppelklick auf diese Ebene, setzen erstmal noch eine Kontur, damit wir das besser lesen können, in schwarz, die Pixel dann mal ein bisschen größer, also die Dicke davon. Einen Schein noch wieder mit Doppelklick, Schein nach außen, wieder eine kühle blaue Farbe am besten, damit es alles ein bisschen einheitlich ist. Gehen hier auf Normal bei der Füllmethode, Deckkraft auf 100% und vergrößern das Ganze jetzt so ein bisschen. Auch noch ein bisschen überfüllen. Und dann sieht es so aus. Und was wir jetzt noch machen können, was ich da ja auch gemacht habe, wir gehen hier bei der Füllmethode auf farbig nachbelichten, was so aussieht, oder auf farbig abwedeln, was so aussieht, was ihr da wollt. Da gibt es ein paar wirklich schöne Sachen. Ich kann da kurz durchswitchen, wie das alles so aussieht. Und da kann man wirklich frei wählen, was man gerade so möchte. Das sieht zum Beispiel auch nicht schlecht aus. Das nehme ich jetzt mal ineinander kopieren. Sieht eigentlich immer gut aus. Und was wir jetzt noch als besonderen Effekt machen können, wir drücken Steuerung und klicken auf dieses Symbol, dann wird Text ausgewählt, dann kehren wir diese Auswahl um mit Rechtsklick, dann ist alles außer diesem Text ausgewählt, gehen auf eine Ebene drunter, also auf die mittlere Ebene, gehen dann auf Filter, Weichzeichnungsfilter und Gaußscher Weichzeichner. Dann können wir hier noch so eine leichte Unschärfe einstellen, und davon sind aber dann nur die Pixel betroffen, die nicht zu diesem Text gehören. Das finde ich ziemlich stylisch, das heißt, wir haben jetzt hier außerhalb eine kleine Unschärfe und innen drin ist alles richtig scharf.
Das finde ich einen richtig schönen Effekt und ich denke, so kann man es lassen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Tutorial, mal wieder ein Photoshop-Tutorial. Wenn ihr Anfragen habt, stellt sie ruhig gerne per YouTube-PN und ansonsten war es das. Bald kommt auch wieder eine Zusammenarbeit zwischen Photoshop und Cinema 4D und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Euer Mystery Hop.